als Nachfolgerin der ja nicht ganz unerfolgreichen CB511 präsentierte Honda auf der EICMA die neue Hornet 500. Technische Basis weiterhin die 500er Plattform, die CB Plattform mit dem 471er Reihen Zweizylinder mit 48 PS, allerdings mit neuen optischen Trim, nämlich eher Hornet-like als F-like, und auch technisch haben sie ein bisschen was on top gepackt, die Kollegen von Honda, nämlich es gibt eine Traktionskontrolle jetzt in den 500er Modellen, das zieht sich über alle 500er Modelle hinweg, und kontrolliert wird das über das neue TFT-Display, das auch bei der 1000er Hornet zum Einsatz kommt. Und ebenfalls sehr schön geworden sind die neuen Schaltereinheiten, hier mit den Bedienelementen für die Traktionskontrolle und auch mit diesem kleinen Steuerkreuz, wo man hier durch das Menü schalten kann. Genau, Schaltblitz ist mit drin. Das Hiss ist ja die Wegfahrsperre, das sieht man ja auch immer auf dem weiterhin mechanischen Zündschloss. Mal schauen, was man noch so alles einstellen kann. Display-Typ, Balkenkreis, auch sehr schön. Kann man im Allgemeinen sagen, für eine 500er schon verdammt viele Funktionen mittlerweile. Leichte Änderungen hat Honda noch an der neuen Hornet getan in Sachen Gewicht. Sie ist ein bisschen leichter geworden, wiegt also immer noch so knapp über 170 Kilo. Deswegen darf sie ja dann auch die 48 PS maximal ausrüsten. Und ebenfalls geändert die Sitzhöhe, die ist um 5 mm gesunken, sprich man steigt noch ein bisschen leichter auf. Bereifung weiterhin qualitativ hochwertig mit Michelin Road 6 Reifen in 120-70-17 vorne und 160-60-17 hinten. Der Honda CB500X war ja seit Erscheinen als Crossover mit 48 PS jetzt nicht so der große Markterfolg vergönnt, besonders in Deutschland. Wohl als Reaktion darauf hat Honda sich gedacht, okay, machen wir aus der X vorne ein NX vorne und präsentieren die neue Honda NX500. Und die Älteren werden sich erinnern, NX, das gab es schon mal, das war die Dominatoren-Modelle, hießen auch mit NX als Modellkürzel. Von den Dominatoren oder von den Dominator-Modellen hat sie dann auch außer dieses Kürzel kaum was übernommen, denn das waren ja Einzylinder. Hier haben wir den bekannten 471er Zweizylinder mit 48 PS von Honda. Optisch möchte die neue NX500 auch ein bisschen Transalp sein. Und Honda hat es eigentlich so gesehen ganz gut gelöst, denn im Vergleich zur alten CB500X wird die neue NX deutlich schlanker, etwas aufgeräumter und deutlich geradliniger strukturiert. Die Features von den anderen 500ern Updates hat die NX genauso übernommen. Wir reden also über das neue TFT-Display, die neuen Bedieneinheiten und natürlich ganz wichtig in diesem Jahr für Honda das Einführen einer Traktionskontrolle in die 500er Klasse. Knapp unter 200 Kilo wiegt die neue NX500 von Honda. Da braucht es nicht die maximale Bremsleistung und von der alten CB500X übernimmt sie im Prinzip unverändert die starre Doppelscheibe vorne mit den halbschwimmenden Nissin-Sätteln. Bremsscheibendurchmesser vorn 296 mm, hinten eine vergleichbare Kombination von Nissin, allerdings mit nur einem Kolben und einer Bremsscheibe im Durchmesser 240 mm. Ganz interessant, mit dem neuen TFT-Display hat Honda Konnektivität in die 500er-Klasse eingeführt. Jetzt keine Selbstverständlichkeit. Per Honda RoadSync, so nennt sich das System, das ist die Android-App, die es aktuell gibt, kann das Handy verbunden werden. Bekannt war der 471er Motor immer dafür, dass er relativ wenig verbraucht, und das unterstreicht Honda auch bei der neuen NX500, denn homologiert ist dieses Motorrad mit nur 3,6 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer. Das ist schon richtig, richtig viel, denn zusammen mit dem 17,5 Liter Tank sind so Reichweiten von guten 500 Kilometer möglich. Die dritte neue 500er Neuheit von Honda auf der EICMA 2023 ist die Modellpflege oder die starke Überarbeitung der CBR 500R, dem kleinen 48 PS Supersportler mit dem bekannten 471er Twin und gesagten 48 PS. Optisch gleicht Honda die CBR 500R der aktuellen 1000er Fireblade an. Und großes technisches Update natürlich das neue TFT-Display und die neuen Bedieneinheiten mit dem neuen kleinen Steuerkreuz, das Honda auch in die anderen 500er Motoren schon eingebaut hat.
Machen wir mal die historische Klammer um die aktuell drei Hornet-Modelle. Früher basierten sie ja rein auf Supersportlern, die dann etwas domestiziert wurden. Im Kontext der neuen Hornet 500, der bekannten Hornet 57 und der neuen 1000er Hornet ist genau diese Relation etwas aufgeweicht, denn sie wollen eigentlich nur sehr adrette Mittelklasse-Motorräder sein und das sind sie auch geworden. Typische Honda-Qualität, Bulletproof-Technik, daher auch keine Experimente weiterhin bei den Motoren. Der neue 1000er ist der alte ST77-Motor, etwas herunterreduziert, etwas domestiziert. Der 57er hat sich im Prinzip jetzt schon als verlässlich erwiesen und über den 500er Motor kann ja im Prinzip auch nur gesagt werden, dass er mittlerweile wohl der meistgebaute Motor der Welt ist, also einfach schusssicher diese Technik. Es fehlt natürlich so ein bisschen der Flair und dieses Kantige, das was die Hornets ganz früher hatten, auch mit diesen hochgelegten Endtöpfen und diesem etwas Streetfighterigen. Das interpretiert die 1000er Hornet noch so ein bisschen, aber auch noch nicht so extrem, wie man es sich jetzt vielleicht wünschen würde, gerade im Kontext der aktuellen Top-Hyper-Nakeds. Brutale Streetfighter M1000 bzw. S1000R, die sind da deutlich schärfer. Aber so im Kontext der Hyper-Nakeds, so um die 150 PS, stellt sich die neue Hornet 1000 natürlich klar gegen die GSX-S 1000S von Suzuki. Und da dürfte sie genauso Freunde finden, wie auch ihre Erfolge haben. Aber wie vorhin schon erwähnt, in dem Fall muss Honda das dann über den Preis einregeln. Und die 500er, wie erwähnt, als Nachfolgerin der CB500F am Markt etabliert und seit Jahren erfolgreich, gerade in Deutschland, immer in den Top 20 der Neuzulassungsstatistik. Und auch hier dürfte sich der Preis so um die unter 8000 Euro einpendeln. Und auch das ist dann wirklich sehr fair, vor allem mit den neuen Updates, TFT, Connectivity und ganz neu der Traktionskontrolle in den 500er Modellen von Honda mit 48 PS.